So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Industrial Modpack. Wir seid ihr live dabei, wie ich gerade neu lade, wie wir wieder eintauchen in die wunderbare, bugfreie und 100% funktionierende Welt des Twilight Forests. Huch, hallo Schnee. Wie gesagt, bugfrei. So, jetzt gehen wir mal hierher. Let's complete the change. Was? Craft both Nagascale. Ja. Ah, jetzt habe ich das Achievement. Warte mal, Achievements. Ach stimmt, eine Chaos hat geschrieben, dass das jetzt. Wo ist, sind die Adventure? Ist ein Adventure drin? Nee. Wildcraft, Titania, Nether, Refined, Husbandry, Twilight Forest. Ah, das, hä? Das hat aber letztes Mal gefehlt, oder? Ich habe nichts geguckt. Ich bin in Twilight Forest gekommen. Der Free the Redcap Sapper, ne, das war nicht. The Boots are mine. Der Free the Redfield, ne. Naga Armorer, hier. Slay the Naga in its forest courtyard and obtain a Naga scale to overcome to the burial issue. Time to even the scales. Naga Armorer. Ich hab die Ding nicht geschafft. Ich habe Time to even das. Ich habe das nicht geschafft und deswegen werde ich hier nicht. Warte mal. Kann es sein, dass vorhin irgendwie aus irgendeinem Grund die Achievements nicht richtig funktioniert haben und ich jetzt irgendwie geschafft habe, das Achievement zu triggern? Aber was brauche ich denn hier? Time to. Warte mal. Wo war das jetzt hier? Achievement. Time to even the scales. Brauche ich jetzt zwei Naga-Scales gerade nochmal? Warte mal, ich muss mal kurz nochmal heim. Ich habe zufälligerweise noch zwei Naga-Skills übrig. Boah, nee, das. Hä? Warum kann ich nicht fliegen? Achso, ja, da war was. Da war was, ja. Oh Gott, Twilight Forest macht mich fertig. Also, wir gehen jetzt nochmal zurück. Und jetzt zwei Twilight Forests. Naja, Mochi, genau. Holen uns nochmal zwei Naga-Scales. Halt, ich muss ein bisschen weiter nach rechts. Sonst kann ich in das Schneebiom. So ungefähr. Und probieren es nochmal. Ach ja, was ich vergessen habe, letzte Stunde, genau. Letzte Folge zu sagen. Huch, das ist ein großer Wolf hier. Letzte Folge vergessen habe zu sagen. Es ist schon seit einigen Folgen so, dass in der Videobeschreibung ist ein Link zum Modpack, da unser Logsurf inzwischen eine eigene Cloud hat, habe ich das da eingespeichert. Und ein Problem nur dabei ist, dass ich es mit dem Passwort habe sichern müssen. Das Passwort steht aber auch mit in der Videobeschreibung. Ganz unten steht in der Videobeschreibung der Link und das Passwort. Ich hoffe, es funktioniert auch, weil ich habe es noch mit niemandem getestet. Das habe ich, ja, teste es einfach mal aus, sag mal, ob es funktioniert hat. Diejenigen, die es interessiert, die können da mein aktuelles Modpack, so wie es jetzt ist, die Zusammenstellung haben. Das soll ja kein Geheimnis sein. So. Ich habe es übrigens mit dem Twitch-Launcher sozusagen gemacht. Das haben gebastelt. Ich weiß nicht, ob man das da dann auch importieren kann, aber ich denke schon. Was wollte ich jetzt nochmal? Ach ja, genau. Naga-Scales wollte ich mir aus dem Ding hier holen. Naga. Das sind genau zwei Stück. Kriege ich das jetzt? Achievement. Slay the Naga in the first courtyard and obtain a Naga scale to overcome the barrier magic surrounding the time to even the scales. Überlegen, ob es einfach darum geht, die nochmal aufzusammeln, um damit das Achievement zu triggern. Ich muss jetzt echt nochmal. Kann es sein, dass es ein Problem hat? Ich will mal kurz das ausprobieren. Dass es ein Problem hat, wenn ich die Welten wechsle aus irgendeinem Grund und die Achievements da nicht richtig funktionieren? Wir starten jetzt einfach nochmal. Aber nur so zum Testen, weil ich glaube, wenn ich das Achievement nicht habe, dann kann ich diese Barriere nicht durchbrechen. Oder muss ich dafür im Twilight Forest sein? Das ist die Alternative.
Kam es jetzt? Ne, das Achievement kam jetzt nicht, ne? Wild Forest. Time to even this game. Jetzt habe ich es einmal. Warum habe ich es jetzt auf einmal? Oder brauche ich einfach zwei Trophies? Nee, was hat das jetzt? Was hat das jetzt getriggert, dass ich auf einmal zwei hier bekomme? Oder. Was ist das hier jetzt? Aber nee, das ist ja ein anderes Achievement. Was ist genau die Voraussetzung? Ne, genau, dann ist es die andere Quest. Was ist die Voraussetzung für das hier? Time to even the scales. Ich muss das jetzt kurz nachgucken, weil es regt mich jetzt echt auf. Twilight Forest. Wie heißt es? Time to even the scales. Time to even the scales. Not progressing. Genau, genau das Problem habe ich auch gerade. Twilight Forest, not progressing. Time to even the scales. Press escape, click on advantage. Green lines mean incomplete. Lines mean incomplete. Ja, wir sind weiter. I had an issue where I grabbed the Nagasis before picking up the trophy and wasn't able to progress. Nagasis, Trophy? Das habe ich nicht bekommen, ne? Sonst wäre ja die nachgegangen. Aber jetzt habe ich einfach eins von zwei. Warum zwei von zwei? Das macht keinen Sinn. Warte mal. Ah, hier sind alle Achievements aufgeschrieben. Moment. Ne, nicht Sidequests. Twilight Forest. Naga Hunter. Slay the Naga, also ne, Moment. Parent to Silence of the Forest, ne, da, Requirements. Slay the Naga and obtain a Naga Scale. Hab ich. Zwei Stück. Ich gehe jetzt nochmal in den Twilight Forest und probier's dann nochmal. Oh Gott sei, das muss doch irgendwie funktionieren. Das kann's doch nicht so hart verbuggt sein. Options. Achievements. So. Und? Nee. Ich werde auch hier nochmal rein und raus gehen. Ich hoffe, dass... Ich habe gerade keine Worte. Es muss doch sinnvoll funktionieren. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder fehlt mir wirklich noch was? Aber da, ich habe ja eins von zwei aus dem Nichts gerade bekommen. Ihr habt es selber gesehen. Wir hatten erst 0 von 2. Dann habe ich reloaded. Also ich habe das Spiel nicht Spiel komplett neu gestartet, aber zumindest Naga Trophies. Scales. Und Achievement sagt... Halt hier. Achievement sagt nö. Hä? Das ist Schwachsinn, das ist Bullshit. Okay, wir machen es folgendermaßen. Ich reg mich jetzt nicht mehr drüber auf. Ich stehe jetzt erstmal rechts die Seiten. So, wir machen es folgendermaßen. Wir vergessen das jetzt erstmal. Entweder irgendwer hat die Lösung für mich. Also ich schaue selber auch nochmal nach. Wenn jemand die Lösung zufällig hat, dann möge sie mir bitte schreiben, weil ich habe gerade keinen Nerv mehr, mich hier damit rumzuschlagen. Weil eigentlich sollte es ja gerade funktionieren, oder? Ich habe gefühlt eigentlich das, also ich würde sagen, ich habe das gemacht, was verlangt ist. Das Spiel denkt sich aber, nö, hast du nicht. Das finde ich unfair. So, erstens das. Zweitens, wir machen jetzt einfach was anderes. Ich wäre sehr gerne im Twilight Forest geblieben, hätte mich sehr gerne mit den Viechern gekloppt, soweit es halt einigermaßen unsere Ausrüstung zulässt. Aber ich sehe nicht ein, mich weiter rumzuärgern.
Ich kann schlafen gehen. Deswegen wechseln wir jetzt einfach auf Stuff. Angel Ring. Angel Ring wäre wirklich mal ein Ding, weil dann kann ich das Electric Jetpack hier loswerden und hier mit dem Angel Ring. Ich habe hier den Chicken Wing zumindest noch, das hier reinpowern. Ich habe hier die Grid Power. Die muss ich auch noch machen, aber erstmal will ich den Angel Ring an sich haben. Ring of the Flying Squid. Und aus dem Ring of the Flying Squid kann man nämlich ein Angel Ring machen. So, dazu brauche ich einen Haufen Gold, wie es ausschaut. Erstmal Ring of the Flying Squid herstellen. Das heißt, ich brauche Schwarz, ich brauche Diamanten, ich brauche das goldene Lasso mit einem Squid. Das heißt, ich brauche ein goldenes Lasso. Goldenes Lasso ging. Rezept des goldenen Lassos, Gold Nuggets und Strings. Ich will jetzt erstmal, ich will wieder fliegen können. Also, was heißt, ich kann eh fliegen, aber ich will Golden Lasso. Ach ja, da war was. Zap. Ach, ich habe sogar noch ein goldenes Lasso. Ja, das ist ja perfekt. Goldenes Lasso, dann brauche ich einen Squid, wenn ich mich richtig erinnere. Fangen wir uns an Squid. Das sollten wir nicht lang brauchen für. Ups, hey du. Habe ich einen Squid. Okay. Dann. Weiter im Text. Dann gib mir mal das zurück. Wie geht's weiter? Ich habe den aus dem Chicken Ring. Chicken Wing Ring und Golden Lasso kann ich das hier basteln. Das heißt, oder? Chicken Wing Ring. Kann ich das hier machen? Was fehlt mir? Das hier und zwei Diamanten. Habe ich gar keine Diamanten mehr? Nein. Habe ich Kohle? Kohle müsste ich jetzt Unmengen haben. Das hier habe ich. Charcoal. Ist Charcoal? Nein, verdammt. Keine Charcoal, sondern echte Kohle. Ups, das war zu viel. Wir pulverisieren hier. Wir pressen hier. Ich habe nochmal so ein lustiges Pontypoke. Das brauche ich nicht. Ich habe eh genügend davon. Tschüss. Gott, das muss ich auch mal machen, aber jetzt nicht. Ich kümmere mich erstmal darum. So, wie viel ist da drin? Das macht aus einem ein, das passt. Vielleicht kann ich ja weiter vorbereiten. Ich brauche, glaube ich, nochmal. Warte mal, ich muss noch kurz gucken. Jetzt habe ich den Ring weggepackt, ne? Beziehungsweise ich muss noch gucken, wie mache ich denn Grid Power? Da gab es auch irgendwie spezielles. Ne, das steht hier einfach nur noch dran. Uses bla. Jetzt brauche ich ein Cursed Lasso mit einem Gas drin und ein Golden Lasso mit einem Bad. Also ein Cursed Lasso mache ich aus dem Golden Lasso und mache so noch zwei Golden Lassos. Dann machen wir die zuerst. Ups. Golden Lassos. Da brauche ich 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dazu auch jeweils vier Strings. So und so. Ich muss dazu ja XP hinzufügen. Das geht mit dem Ding nicht, aber mit. Ich glaube, mit dem dürfte es, glaube ich, gehen. Ich hoffe, das war jetzt richtig rum. Geht das so rum? Ja, so rum gehört's. Eins. Ach, ich brauche 8 Level dafür. Oh. Komme ich nochmal daran? Geht das so? Hier mal 8 Level. So. Dann kann ich ein Evil. Oh Gott, wie kriege ich jetzt eigentlich Evil Drop her? Wie kriege ich einen Evil Drop? Nein, nicht, was kann ich denn sagen? Wie kriege ich es? Rare Drop from Wither-Skeletons. Habe ich einen Wither? Habe ich Evil Drop? Evil. Ich habe sogar einen Evil Drop. Braucht das XP? Nein, es braucht kein XP. Okay, habe ich einen Cursed Lasso. Jetzt brauche ich einen Ghast und eine Fledermaus. Den Ghast mit dem Evil. Die Fledermaus mit dem Golden. Moment, währenddessen. Was sagt die Kohle? Hallo? Kohle? Cool. Da mal ganz viel von. Hier wird fleißig pulverisiert. Hier wird dann kompaktiert. Und wir gehen mal auf. Machen wir erstmal Gastjagd. Gast geht, glaube ich, schneller.
Zack. Hier rein. Ah, ich höre schon den ersten. So geht's jetzt, ja. Ja, da ist er schon, der erste Freund. Okay. Hallo, mein Freund. Ja. Gleich ist vorbei. Warte, warte. Nein, nicht mich anhusten. Was? Was ist too much health? Reduce to 2 hearts. Okay, das kriegen wir hin. Können wir den auch noch hier verkloppen? Jetzt bleib mal stehen, du Hund. Ey. Hallo, stehen bleiben. Warte. Wie viel hat das jetzt noch? Reicht das schon? Ich weiß nicht. Ja, hat gereicht, okay. Ich muss bloß schnell anfangen, nicht dass das vorher mir an meinem, ich glaube, das ist ein Wither-Effekt, glaube ich, stirbt. So, bevor ich das aussehen freilasse. Ich weiß gar nicht, ob ich die wieder freilassen kann. Ich will es gerade aber nicht riskieren. Dann pack das schnell so weg. Und das heißt, jetzt brauche ich noch eine Fledermaus. Wo kriege ich jetzt am besten eine Fledermaus? Ich muss irgendeine Höhle. Ich probiere es einfach mal. Ich gehe jetzt einfach mal in die nächstbeste Schlucht. Die ist ja in die Richtung. Schauen wir mal, ob ich irgendwo eine Fledermaus auftreiben kann. Aua. Schlucht. Schlucht, Schlucht, Schlucht. So. Haben wir hier irgendwo eine Fledermaus? Ist glaube wahrscheinlich zu hell für Fledermäuse. Irgendwo. Das ist zwar klein, aber keine Fledermaus. Vielleicht hier hinten. Wo ist hier Gold? Nee, ist Eisen. Na, Eisen ist auch okay. Ich will hier eigentlich gerade kein Licht machen, weil ich will ja eigentlich Fledermaus, aber hier ist gerade gar kein Viech, ne? Oh, da hinten fliegt eine. Du bist mein. Ne? Ah, ich hab sie. Okay. Moment, wie komme ich jetzt wieder raus? Das ist die schwierigste Frage hier, glaube ich. Komme ich von hier? Ne, wo komme ich denn her? Ah, von da drüben. Da ist die Fackel. Ja. Okay, damit habe ich die Fledermaus. Ah, unten ist eine Hexe. Warum auch immer. So. Okay. Dann schauen wir mal, wie weit meine Diamanten sind. Beziehungsweise ich kann mal kurz counten, wie weit ist hier mein Dingens wieder. Das braucht ein bisschen. Was sagt die Lava hier? Das ist ziemlich full inzwischen wieder. Okay. Warte mal, schmeiß. Wie viel Glas ist da jetzt noch dran? Das Glas hat sich inzwischen geleert. Das heißt, ich kann das mal dicht machen. Und hier das Eisen reinschmeißen. Das tickt hier dann durch. Okay, passt. Was wollte ich eigentlich? Ich nehme mal das kurz und esse es. Ah, genau, meine Diamanten. Was macht die Kohle? Wir haben noch einen kompletten Chunk. Forest Coal, die packen wir gleich zusammen. Dann haben wir hier einen weiteren Diamanten. Pulverisieren hier einen weiteren Stack Kohle. Und gut, dann müssen wir noch abwarten. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich von dieser Folge. Wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder. Bis dahin und ciao.